Manuel Priedl, erstmal Glückwunsch zu diesem 3:1. Es war ein Befreiungsschlag. Die Stimmung war, glaube ich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wenn es mal so gut war wie jetzt in der letzten halben Stunde. Ja, Wahnsinn. Nach so einem Spielverlauf, ich glaube, dass wir sehr, sehr gut ins Spiel gekommen sind. Haben Darmstadt richtig Paroli geboten, waren sehr, sehr aggressiv. Und haben dann am Ende hinaus gezeigt, welche Mentalität einfach in der Mannschaft steckt. Wir gehen einzeln in Rückstand und drehen dann einfach das komplette Spiel nochmal. Die reingekommen sind, der Benji Kanuric zum 2:1. Das sind Jungs, die über Wochen einfach nicht aufgegeben haben und auf ihre Chance gewartet haben. Und ja, das zeigt einfach, dass die Mannschaft einfach Mentalität hat. Und die haben wir heute auf den Platz bekommen und deshalb haben wir auch gewonnen. Habt ihr heute auf dem Platz oder von der ersten Minute an merkte man das? Warum dieser Wechsel? 2 Tage ist jetzt ein Trainer da und ich habe eben auch gesagt, es waren die gleichen Spieler, aber die Mentalität heute war von Beginn an und auch nach dem Rückstand eine andere als in den anderen Spielen. Ja, das ist immer unerklärlich. Klar ist ein Trainerwechsel immer ein neuer Impuls. Da sieht vielleicht ein, zwei Dinge immer ein bisschen anders als der Vorgänger. Was er richtig von den 2 Tagen reingebracht hat, ist einfach Feuer und Mentalität und Vertrauen in die Spieler. Und das hat man heute gesehen. Was die hinten abgeräumt haben, der Gi und der anderes, war Wahnsinn. Und das hat sich Stück für Stück auf dem ganzen Platz einfach. Ja. Für dich war es ja keine einfache Zeit nach der Corona-Infektion, nach der Verletzung. Am Ende noch nicht mal mehr Bankdrücker in Anführungsstrichen. Heute der Trainer mit dem Vertrauen, dann der Patzer, muss man ja sagen. Was war da los bei dem Gegentor? Und dann dieser wichtige Ausgleichstreffer. Da war ja heute alles drin. Da war heute alles drin. Ja klar, ich war 2-mal nicht im Kader. Der Trainer hat mir die Gründe gesagt. Ich habe es nicht so stehen gelassen. Ich habe weiter an mir gearbeitet. Habe auf meine Chance gewartet. Der Trainer hat mir das Vertrauen gegeben. Ich hoffe, dass ich ein Stück zurückgeben konnte. Klar, erste Tor geht auf meine Kappe. Da setze ich mich zu spät nach hinten ab. Dann hatten wir ein Abstimmungsproblem. Und dann nimmt er ihn einfach perfekt mit dem Kopf und schließt halt perfekt ab. Typisches Honsack-Tor. Aber ja, was wir danach gezeigt haben, war einfach Minja Buhr. Wir haben einfach alles gedreht. Ich freue mich, dass ich auch gegen Darmstadt wieder getroffen habe. Und ich hoffe, dass das jetzt für mich auch in die richtige Richtung geht. Und die Mannschaft hat an sich geglaubt. Man merkte das. Man hatte so das Gefühl, gut, man kann immer einen Konter kriegen, aber man wollte dieses Spiel gewinnen. Auch gegen so eine starke Mannschaft, auch in der Schlussphase und dann so ein Traumtor. Ja, definitiv. Ich glaube, von der ersten Minute an hat man den Glauben der Mannschaft gesehen. Jeder wollte einfach das Spiel gewinnen und wollte einfach was mitnehmen. Und das ist ganz, ganz wichtig in so einer Situation, dass jeder den Glauben hat und noch immer an sich glaubt, weil es in den letzten Wochen nicht so einfach war für jeden Einzelnen hier. Aber da sieht man einfach, die Mannschaft hat Mentalität. Wir müssen es nur jedem Spiel auf den Platz bekommen. Okay. Wir hoffen, dass es Freitag auch wieder der Fall ist gegen den 1. FC Nürnberg. Danke, Manu Priedl. Gerne.